Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story mit dem duften Typ, das bin ich. Schön, dass ihr dabei seid und auch ein herrliches Willkommen zurück an die Leute im Stream. Wenn ihr Fragen habt, ruft sie einfach. Ich werde sie beantworten, solange der Stream-Chat es mitmacht. Und weiter geht es. Wir... Oh weia, Random Encounter. Gefahr. Ja, wir sind hier als Sailor Moon, Mars, Merkur, Venus und Jupiter unterwegs. Und dürfen jetzt coole Sachen machen. Ich glaube, wir prügeln den einfach K.O. Das sollte funktionieren. Okay, alles klar, hab verstanden. Ihr, die Gegner scheinen wohl doch ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben. Wenig EP. Ach so, das sind hier wahrscheinlich diese Dinger. Na komm, dann Donnerschlag. Weil das ist ja ein Metallding. Wir könnten den auch versuchen einzuschmelzen mit dem Feuerball. Und Sailor Moon. Mondstein, Flieg und Sieg. Und Seifenblasen. Seifenblasen. Angriff mit Seifenblasen oder gefrorenen Seifenblasen. Na komm, Amy macht dich nicht lächerlich, ich greife einfach nur an. So, Halbmondstrahl, yay! Das sind schöne Attacken. Smack! Nice. So, Jupiter bekommt ein Level, alle bekommen ihr Level up. Sweet. So muss das hier laufen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Achso, genau. Wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr irgendwelche Musikwünsche habt, ruft sie uns einfach zu. Ich glaube, das sind gar keine Random Encounter. Das sind voll gescriptet. So. Boah, krass. Was ist das denn für ein Level-Up gewesen? Ich meine, zieht euch mal rein, wie viele von ihren Spezialpunkten die haben. Hier, komm. Blitz und Donner auf dich. Feuerringe. Wir können hier richtig Action geben. Macht der Liebe! Amy. Und, boah, Schwert der Venus. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Amy schlägt einfach nur zu. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für ein Match wird. 31 Schaden. Okay, jetzt werden die Attacken hier... Ich weiß nicht, ob das hier an dieser ROM liegt oder ob das schon immer so war. Ich glaube, ich muss mal echt das japanische Spiel spielen. Also, dafür bräuchte ich dann auch glücklicherweise keinen Emulator. Da ist jemand. Ryo! Ryo, bist du in Ordnung? Misuno? Ryo, bitte halte durch, bitte! Bitte gib nicht auf! Kein Grund zur Besorgnis, er ist nur bewusstlos. Ein Dämon! Königin Perilla muss wieder erweckt worden sein. Lasst uns trotzdem zum Hikawa-Schrein zurückkehren. Ryo, geht es dir gut? Ja, es geht mir schon besser. Weißt du, Misuno? In meinem Traum hatte ich eine Vision. Die Vergangenheit und die Zukunft haben ihre Plätze getauscht. Was? Ich verstehe es nicht ganz, aber... Die Geschichte... Nein, das Schicksal wird sich verändern. Das Schicksal? Also, wurde die Zukunft ersetzt? Nein, nicht nur das. Die Vergangenheit wurde ebenfalls ersetzt. Die Vergangenheit? Ha! Kassel! Das war ein Nieser. Was denn sonst? Wer ist das? Ein Feind? Mein Name ist Sim. Dies ist nur der Anfang. Oh, ich bin ganz von Ruß bedeckt. Was war das? Ich weiß es nicht. Hey, Ray, dein Gesicht ist ja ganz pechschwarz. Ach, halt die Klappe. Ray, bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Meine Klamotten sind ganz schmutzig. Ich werde ein Bad nehmen.
Und da trat sie davon, ist das nicht geil? Sin, das sagte sie, war ihr Name. Wer war das, ein neuer Feind? Ray, Telefon, es ist Haruka. Ah, ich werde den Anruf für sie entgegennehmen. Okay. Warum auch nicht? Was ist hier? Bin ich hier richtig? Aha. Hallo, Opa. Oh, du nimmst also das Telefonat entgegen, Bunny? Oh, na gut. Ich habe jemanden angerufen. Also, denke ich... Hallo, Haruka? Ah, Mondgesicht. Etwas Schreckliches ist das geschehen. Hotaru ist plötzlich erkrankt. Was ist passiert? Ist es schlimm? Nein, nein, es ist... Die Äste wissen es auch nicht, aber es könnte sein... Ich kann es dir nicht am Telefon sagen. Am besten kommst du gleich in den Juban-Krankenhaus. Was ist... Miau? Hotaru ist etwas zugestoßen. Miau? Ich musste kurz ins... ich muss kurz ins Juban-Krankenhaus. Schnauze da hinten. Es ist schlimm, wenn ein Fangirl auf einmal noch dazukommt. Okay. Amy ist beschäftigt. Wir sind, Fangirl. Liebe Grüße von Fapse, Schatze. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hier scheint etwas nicht zu stimmen. Okay. Woran haben die das ausgemacht? Etwa als auf einmal die Flamme explodiert ist? Oder ist das so eine Art weibliche Intuition? I don't know. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, man kann nie genug speichern. Nein, ich will keine Items. Oh! Ah nee, ich habe gerade eben Sashi gelesen. Okay. Wir haben gespeichert, wir sind glücklich, wir sind zufrieden, wir haben Geld. Und was haben wir hier? Ach ja. Oh, hier unten geht's noch weiter. Gut zu wissen. Aha, hier geht's raus. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Alles klar. Miau, 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 miau. Okay. Keine Ahnung, wo die sich jetzt rumstreuen oder wo die jetzt rumlaufen wird. Immer diese streunenden Katzen. Das geht ja gar nicht. Stelle ich mir die Frage, ist Luna eigentlich Kasten? Nee, das ist totaler Blödsinn, was ich gerade sage. Jeder weiß, oder wir wissen ja, wir Leute, die Sailor Moon geguckt haben, dass Luna und Artemis natürlich ein Kind in der Zukunft haben. Hahaha. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Moment. Okay, wir lassen uns vom Auto überfahren. Why not? Wir lassen uns mehrfach von einem Auto überfahren. Ah, wir treffen uns einfach in der Schule. In der Schule ist immer alles gut. Shit, ich habe echt verpasst. Wo wollte sich Uranus nochmal mit uns treffen? Auf dem Dach der Schule? Nee, ich glaube nicht. Nee, im Tempel, vom Tempel kommen wir gerade. Dach der Schule? Ha, hier steht einer. Nicht springen, bitte. Von hier aus kann man die ganze Stadt überblicken. Und geradeaus weiter ist der Weg kürzer als über die Treppen. Okay. Ja, das ist Backseat Gaming. Das ist reines Backseat Gaming, was die da macht. Okay. Das war nicht die Schule. Dammit. Habt ihr aufgepasst, wo ich hin muss? Mein Kurzzeitgedächtnis hat gerade eben kurz ausgesetzt. Entschuldigung, aber ich musste hier rennen. Nach links. Bist du sicher? Ich laufe jetzt trotzdem nach rechts. Aha, hier ist eine Wand. Wände sind schon mal dafür da, dass man da nicht lang kann. Okay, wir laufen nach links. Ja, Fabse, du hast recht. Wir laufen links. Achso, nee, in der Schule waren wir schon. Das war die Schule. Okay, da war noch ein Auto. Sackgasse. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nicht so viele... Krankenhaus. Stimmt, wir wollten uns im Krankenhaus treffen, glaube ich.
Klar, wir wollten uns im Krankenhaus treffen, weil da ist ja die Freundin. Verdammt. Hier liegt doch Neptun auf der Intensivstation irgendwo rum. Ja. Keine Ahnung, warum du da nichts hast. So. Okay. Der einfachste Weg ist immer aufs Dach des Krankenhauses zu gehen. Irgendwer wird dort oben schon auf uns warten. Ja, ist doch so. Na, es gibt kein Dach auf diesem Krankenhaus. Ah! Random. So random. Mega gut. Und guck mal, da ist auch meine Freundin im Stream. Ach so, Blödsinn. Saturn ist im, doch, Sailor Satan ist im Krankenhaus. Wir haben auf dich gewartet, Mondgesicht. Bist du wach, Hotaru? Bunny ist gekommen, um dich zu sehen. Was? Wieso ist Hotaru wieder zum Kind geworden? Hotaru, bist du in Ordnung? Gerade eben haben die Schmerzen aufgehört. Seitdem du hier bist, geht es mir besser. Was könnte nur geschehen sein? Sie ist einfach gestolpert. Und sie hat sich von, vor unseren Augen verwandelt. Ja, es war so schmerzhaft für sie. Und die Mugen-Schule ist seit kurzem wieder hergestellt. Ich glaube, es hat etwas Böses begonnen. Ach, Hotaru, hast du so einen Schmerz schon mal gespürt? Es war so, als würde ich wieder unter dem Einfluss des, Taioron-Kristalls stehen. Bunnys Silberkristall scheint die Schmerzen zu lindern. Der Taioron-Kristall. Hotaru, dann wirst du dich zurück in Mistress Nine verwandeln? Ich denke, das wird nicht mehr passieren. Ja, Hotaru wurden die Augen geöffnet und sie ist jetzt eine Sailor-Kriegerin. Sie wird sich nicht mehr in einen Feind verwandeln. Als ich zusammenbrach, fühlte ich mich wie von Finsternis umhüllt. Aber diese böse Macht ist eine enorme Macht der Finsternis. Ich fühlte mich, als würde mein Schicksal von etwas anderem beeinflusst. Eine starke neue Macht? Entschuldigung, aber es ist Zeit für Ihre Untersuchung. Warten Sie einen Moment. Zu diesem Zimmer ist der Zutritt normalerweise nicht gestattet, weil ich das verboten habe und weil Ärzte hier nicht zu suchen haben. Dies ist nämlich eine Station, in der Ärzte... In der homöopathische Mittel... Ich weiß es nicht. Wer oder was bist du? Ja, mal ganz im Ernst, eine Krankenschwester betritt ein Krankenzimmer, wo eine kranke Person liegt. Warum sollte die den... Warum sollte sie keinen Zutritt dazu haben? Ich kriege euch, ihr lästigen Sailor-Krieger. Sterbt! Pharmakon. By the way, das sind alles Gegner, die wir schon mal gesehen haben. In der Serie, habe ich gehört. Meine Freundin nickt, ich habe recht. Sie grinst, sie freut sich. So, Le Sailor Kriegers haben sicherlich cooles Zeug. Spiegelreflexion, mehrere, bla... Ertränkt Gegner. Ja, wir ertränken Gegner. Woo! Macht der Liebe. Und... Ja, ich hab's nochmal von vorne angefangen. Macht des Schwertes. Los, matcht sie auseinander. Das ist echt zu cute. Wenn man sich das so anguckt, so Uranus, Neptun so, ja, we can do things. Und Sailor Moon so, ja, komm, ne, ich mach hier fett krasse Ulti und so. Mach der Liebe! Smack. Diese Animationen sind herrlich, das ist so akkurat. Ja, so dermaßen. Habe ich hier nichts, was ich mit denen machen kann? Nö, krass. Das ist halt eben so akkurat Asbach-uralte JRPG-Nostalgie, die hier durchsifft, sozusagen.
Smack. Ich finde das so übertrieben, wie Sailor Moon da reinmatcht und dann kommen die anderen so 3-3-3. Diese Kampfschreie sind herrlich. Nebenbei rufen sie die Attacken, die sie eigentlich auch haben. Das ist so SNES-Style halt, ne? Haben wir dieses Monster nicht schon einmal bekämpft? Du hast es erfasst. Das ist das zweite Mal, dass ein Monster heute angreift. Warum leben die Feinde, die wir bereits besiegt haben, wieder? Ich frage mich, wie das passieren kann. Wenn deren Schicksal so wie meins verändert wurde, dann denke ich, könnte es möglich sein? Wer hat die Macht, das Schicksal zu verändern? Das ist lächerlich. Ich frage mich, wer zum Teufel diese Feinde sind. Wir haben den ersten Teil unseres Plans abgeschlossen. An einigen Orten wurden bereits besiegte Monster wieder erweckt und sie haben einige Leute angegriffen. Das Schicksal des Stadtteils Juban des 20. Jahrhunderts wurde verändert. Ich habe viel von euch verlangt. Nehmt dies als mein Geschenk. Damit solltet ihr stärker werden als die Sailor-Krieger. Ihr könnt nun gehen. Vielen Dank, Abs. Damit werden wir stärker sein als die legendären Sailor-Krieger. Ah, unsere Schicksale sollten auf jeden Fall verändert werden. Das habe ich auch gedacht. Seid ihr wirklich so zufrieden? Also ich bin es noch nicht. Da bin ich der gleichen Meinung wie Marduk. Ancha. Es ist zu früh, um zufrieden zu sein. Die Sailor-Krieger sind noch nicht besiegt. Um das Schicksal in das zu verwandeln, was wir uns wirklich wünschen, müssen wir den Silberkristall von denen bekommen, die ihn momentan besitzen. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir in Besitz des Silberkristalls sind. Das stimmt, die Macht des Silberkristalls ist zu stark, um sie zu ignorieren. Wir haben es geschafft, die Zeit, die durch den Silberkristall beschützt wird, zu umgehen und sind in dieser Zeit gelandet. Dies ist unsere Chance, denn unsere Kraft ist auch stärker geworden. Derzeit sind die Sailor-Krieger in zwei Gruppen aufgeteilt. Gut, das ist unsere Chance. Dieses Mal können wir sie kriegen. Wusch! Unterschätzt die Prinzessin niemals, wenn du wirklich das Schicksal verändern willst. Wusch! Alles so wusch! Und wir so, hey, neue Gegner. Wir sollten uns in der Stadt etwas mehr umsehen. In Ordnung. Vielleicht finden wir so einen Hinweis auf den Feind. Ja, richtig. Mein Gefühl sagt mir, dass bald etwas geschehen wird. Gehen wir zurück in mein Haus, um sicherzustellen, dass alle in Sicherheit sind. Gut, lasst uns gehen. Wartet, ich komme mit. Wait. Du brauchst Ruhe. Ich bin auch eine Sailor-Kriegerin. Ich kann mich nicht einfach ausruhen, während andere kämpfen müssen. Ich will nicht, dass das Schicksal sich mehr ändert, als es ohnehin schon passiert ist. Können wir Hotaru mitnehmen? Ja klar, ihr habt gerade eben eine Krankenschwester verprügelt. Duh. Na gut. Du kannst mitkommen. Aber sei vorsichtig, ja? Danke, Leute. Das Husten musste sein. Ich meine, die ist definitiv noch nicht gesund, ne? Was diese mysteriöse Krankheit wohl sein soll? Ach du je. Jetzt übertreiben sie es hier aber. Okay. Gucken wir mal. Wiederkehr des Todes. Oh krass. Alles klar. Sailor Satan geht natürlich richtig ab. Was könnt ihr? Macht des Spiegels geht auch auf mehrere. Macht der Liebe geht nur auf einen. Macht des Mondes geht nur auf uns. Mondstein geht nur auf einen. Macht der Liebe. Und was hast du? Macht des Schwertes. Uranus? Ah, Uranus geht auf alle. Macht der Liebe. Alter! Alter! Lass dir mal bitte Sailor Saturn in Ruhe.
Das gibt's ja wohl nicht. Was machen die mit der Kleen? Das ist ja... Okay, mal gucken, ob ich hier irgendwas... Heiliger Gral. Heiliger Gral. Achso, legendärer Helfer für Schimmel. Halt 20... Halt 30. Halt 300. Okay. Du heilst dich einfach mal. Du kannst nichts machen, außer verprügeln. Du kannst hier immer noch Macht der Liebe einsetzen. Und Uranus Nuss kann auch nur draufschlagen. Ey, übertreib. Smack. Ja, super. Alter, die hat nur 12 Lebenspunkte. Sag mal, stimmt nicht. Oh, Moment. Sie kann noch mal Wiederkehr des Todes machen. Sie greift einfach an. Wir hoffen einfach, dass sie überleben. Und Macht der Liebe. Okay, damit haben wir es geschafft. Smee. Sie ist doch verjüngt und damit somit auch schwächer? What? Das check ich nicht. Fabse, das musst du erklären. Erklärung? Achso, ja klar. Aber die anderen doch nicht. Die anderen sind nur noch voll dabei. Ja genau, das ist die aus dem Bett. Das ist richtig. Ja, ich glaube, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass die... Dass sie... Dass uns hier die Jailor-Kriegerinnen nicht der Reihe nach umklatschen. Wir brauchen... Wait. Haben wir Accessoires, die wir nutzen können? Für Sailor Moon? Nee? Oh, das ist schön. Dieses Accessoire hier macht nichts. Zu schade. Hätte ja klappen können. Okay, rennen wir mal ein bisschen. Aber wir können ja in das Schmuckgeschäft von Naru und ihrer Mutter, wenn wir denn lebend ankommen, und gucken, ob wir dort irgendwas ergaunern können. Nee. Okay. Wir bleiben dabei. Wir versuchen... einfach viel Schaden rauszuhauen. Mich ärgert das ein bisschen, dass Sailor Moon hier sozusagen nur ein Gegner gleichzeitig angreifen kann. Genau, was Sailor Moon sagt. Pipirubirubiru, pipirubi. Was denn? Guck mir nicht so an, als ob du, als ob ich irgendwas Böses gesagt hätte. Okay. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir diesen Kampf überstehen und wir das alles erledigen. Ja, okay, das kriegen wir hin. Macht der Liebe! Smack. Das Wundervolle ist, dass die Angriffe wenigstens auch bei den Gegnern ankommen. Und, ach egal, komm. Was kostet die Welt? Und, ja, wunderbar. Das, also bei den alten Final Fantasy Teilen war das zum Beispiel so, dass wenn einer aus dem... Oh, super. Diese haben jetzt alle Level abbekommen. Das heißt, sie sind jetzt auch mega übertrieben stark. Hoffe ich. Bei den alten Final Fantasy-Teilen war das beispielsweise so, dass wenn ein Gegner besiegt wurde, dann haben die anderen nicht automatisch das andere, den anderen Gegner angegriffen. Irgendwie sind die nicht so stark. Oh, stopp. Ne, die sind nicht so stark, wie ich eigentlich erhofft habe. Na gut, dann... hier, schnapp dir ein Sushi. Sushi. Auf dich. Du machst die Attacke. Du pulverisierst in der Zeit den. Und du machst hier Uranus Smash. Mach der Liebe. Oh. Ich wollte gerade sagen, der Fuck. Oh, ein Glück daneben.
Ja, geht doch. Der Schaden, der jetzt kommt, ist doch um einiges größer als vorher. So, gerade. Ich dachte, die hat ein Level-Up gehabt. Warum hatten die immer noch so... Egal. Wir greifen die jetzt ganz normal... Was? Nein, nein. Die bekommen keine EP oder Level-Ups, wenn sie tot sind. Ah, jetzt ist Saturn... hatte Saturn ihr Level-Up. So. Wir suchen immer noch... Nein! Okay, das geht einfach. Das ist schnell. Na gut, wenn sie nicht gerade mit nur 5 Schadenspunkten angreifen. Okay, hab's verstanden. So, wir machen jetzt einfach einen massiven Overkill. Smack. Sag ich doch. Die anderen kamen nicht mal zum Zug. Ja, ich hätte nämlich ganz gerne... Ich würde nämlich ganz gerne gucken. Nee, das ist das Game Center. Dammit. Ich laufe hier voll doof im Kreis rum. Weil ich die Straßen nicht so ganz drauf habe. So, einfach mal eure Ultis und so weiter und alles ist gut. Ich glaube, 2 Hits, das reicht schon. Lebenspunkte hat, bis auf Saturn, haben eigentlich alle genügend Lebenspunkte. Sag ich doch. Seht ihr, das geht doch jetzt hier. So. Oh, ich will doch nur in Narus Geschäft. Wie die immer auf Saturn einprügeln. Sie ist nicht der einzige Gegner, den ihr habt. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Genau. Ich bin ganz Saturns Meinung. Ich weiß nicht, was die da sagen. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Yay, noch mehr Level-Up. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, wir müssen hier hoch und... Ah, da sind wir. Jetzt haben wir es. So. Können wir hier jetzt auch Sachen einkaufen? Willkommen! Kriege ich denn wenigstens Ohrstecker? Na, also. Hier haben wir jetzt Dinge. Ohrstecker erhöht die das Tempo. Verteidigung gibt guten Schutz. Halskette, Verteidigung zum Abend ausgehen. Achso, Verteidigung hoch. Armreif. Okay, ich habe da so eine Idee. Und zwar, sagen wir, das Diadem macht Verteidigung. Ich würde sagen, oh, nicht 8, sondern wir nehmen 3 Diademe. 3 Armreife. Und 3 Halsketten. So. Jetzt können wir nämlich mal ein bisschen ausrüsten. Accessoires Sailor Moon. Diadem. Armreif. Und Halskette. Ich kann hier 2 Diademe ausrüsten. Das ist ja witzig. Das, ja richtig, das würde ziemlich bescheuert aussehen. Saturn ist so ziemlich das schwächste Glied, was wir hier haben. Die bekommt dann dementsprechend ein Diadem, ein Armreif. Habe ich Sailor Moon gerade eben 2 Halsketten ausgerüstet? Die läuft jetzt voll rum wie der dicke Babbo hier. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe doch jeweils 3 gekauft. Na gut. So, sie ist ausgerüstet, ist okay. Oh, wie blöd, dass sie immer wieder zurückspringen. Ja, komm, Diadem und Armreif, das halten wir jetzt einfach mal so fest. Hauptsache, unsere Sailor Moon ist ausgerüstet. Und Saturn kriegt mich mal die ganze Zeit so dermaßen auf die Klappe. Das würde ja schon viel helfen an dieser Stelle.
So, einfach mal das, was wir gerade eben auch schon hatten. Ein bisschen mehr Prügel. Wahrscheinlich so One-Shot oder so. 36, jawohl. Adios. Jetzt bin ich mal gespannt, was Saturn rauspulvert. 20 auf beide, das geht eigentlich auch ganz gut. Yay, auch Saturn hat noch ein Level abbekommen. Jetzt, wo sie ihr Level hat, brauchst du auch die Ausrüstungsgegenstände nicht mehr. Nein, sie darf sowas nicht tragen. Sie ist ein Kind. Die hat damit nichts zu spielen. So. Oh, eine Mauer. So, weil ich glaube, die macht jetzt auch so schon ausreichend Schaden. Ich zieh erstmal rein. 1, 2, bla. Sailor Moon macht jetzt mit einem Schuss das Viech weg. Nee, doch nicht. Schade. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Oh. Meine Sailor-Kriegerinnen sind noch gewaltig schwach. Naja, Powerleveln, tatsächlich muss ich an einer Stelle definitiv powerleveln. Und zwar in der, also in einem späteren Bereich. Weil ich weiß nämlich, dass es da eine Stelle gibt. Es gibt einen Bosskampf. Wenn man nicht ausreichend gelevelt ist an der Stelle, kann man in diesem einen einzigen Kampf locker 20 Minuten verbringen. Und das ist ein unglaublich dreckiger Krampf, den man da hat. Yay, Sailor Moon hat ein Level Up. Macht keinen Spaß, glaubt's mir, macht keinen Spaß. Yay, wir sind zu Hause angekommen, woo! Hast du noch die Drogen, die du mir die letzte Nacht vertickt hast? Oh, wir treffen uns wieder. Ich werde dir mit deiner Gesundheit helfen. Ja, er hat den Stoff noch, geil. So. Endlich zu Hause angekommen. Ich bin so erleichtert. Es scheint sich hier nichts verändert zu haben. Wah! Shingo? Warte mal kurz. Was ist los? Warte! Okay, so wie immer. Das ist ein ganz normales Leben. Ein Dämon? Nee, das ist kein Dämon. Das ist... Ich weiß nicht, wer das ist. Der wohnte schon hier, als wir hier eingezogen sind. Oh nein! Verwandelt euch! In eurer Wohnung, in der Wohnung der Sailor Moon oder beziehungsweise... Moment, ich habe da so eine Idee. Wait! Plötzlich sind diese Monster aufgetaucht und haben Shingo mitgenommen. Bitte rette ihn! Ich bin hier und koche in der Zeit. Ist das herrlich! Oh Mann! Okay, ob wir Shingo retten oder... Können wir irgendwo telefonieren? Nee. Ob wir Shingo retten oder nicht, das überlegen wir uns noch. Wir gehen erstmal ins Wohnzimmer und chillen erstmal eine Runde in unserem Schrank. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play. Sailor Moon, another story. Bis gleich, bald demnächst und so weiter.